Hey Leute, heute geht's um Prinz William und sein beeindruckendes Engagement gegen Obdachlosigkeit in Großbritannien. Er setzt sich seit Jahren für dieses Thema ein und verfolgt ehrgeizige Pläne, die von einem ganz besonderen Vorbild inspiriert sind: seiner Mutter, Prinzessin Diana. In diesem Video erfahrt ihr mehr über Williams Herzensprojekt Homewards, das er ins Leben gerufen hat, um Obdachlosigkeit in Großbritannien zu bekämpfen und dabei ganz neue Wege zu gehen. Prinz William, der älteste Sohn von Prinzessin Diana und Thronfolger in Großbritannien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Obdachlosigkeit vorzugehen, ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt. Die Grundlage für sein Engagement wurde bereits in seiner Kindheit gelegt, als seine Mutter ihn und seinen Bruder Harry zum ersten Mal in die Welt der Obdachlosenhilfe einführte. Diana, die für ihre einfühlsame Art bekannt war, zeigte William bereits im Alter von 11 Jahren, wie wichtig es ist, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Der erste Besuch mit Diana bei der Organisation The Passage, die sich seit Jahrzehnten für Obdachlose in Großbritannien einsetzt, war für William ein Augenöffner. Er war damals nervös, doch seine Mutter schaffte es durch ihre freundliche und entspannte Art, ihm die Scheu zu nehmen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Diese frühen Erfahrungen prägten William tief und er sah, wie einfühlsam Diana mit den Menschen dort umging. Für ihn war es besonders beeindruckend zu erleben, dass es trotz der schwierigen Situation der Obdachlosen viele positive und fröhliche Momente in den Heimen gab. Im Jahr 2023 rief William dann das Projekt Homewards ins Leben. Das auf 5 Jahre angelegte Programm verfolgt das Ziel, Obdachlosigkeit in Großbritannien zu einer seltenen, kurzen und einmaligen Erfahrung zu machen. Inspiriert wurde Homewards von dem erfolgreichen finnischen Modell Housing First, das eine radikale Veränderung in der Herangehensweise an das Thema bedeutet. Bei Housing First erhalten Menschen in Not sofort Zugang zu einer sicheren Wohnung, ohne vorher Bedingungen wie beispielsweise Drogenentzug zu erfüllen. Finnland hat mit diesem Ansatz die Obdachlosigkeit drastisch reduziert und William hofft, dass ein ähnlicher Weg auch in Großbritannien möglich ist. Die Situation im Vereinigten Königreich ist bedrückend. Laut einer Umfrage ist mehr als ein Fünftel der Bevölkerung direkt oder indirekt mit Wohnungslosigkeit konfrontiert. Die Mehrheit der Befragten empfindet, dass das Problem in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat und viele glauben, dass das Thema in der Gesellschaft nicht genug Beachtung findet. Hier möchte William ansetzen, denn er ist überzeugt, dass ein systematischer Ansatz notwendig ist, um nachhaltige Lösungen zu schaffen. Durch Homewards möchte er langfristig die gesellschaftliche Wahrnehmung ändern und zeigen, dass jede und jeder ein Zuhause verdient. Am 30. Oktober erscheint ein Dokumentarfilm, in dem William offen über seine Bemühungen spricht und das Projekt vorstellt. Der Film beleuchtet die Herausforderungen und Ziele von Homewards und zeigt, wie die Initiative versucht, neue Perspektiven für Betroffene zu schaffen. Unterstützt wird das Projekt von der Royal Foundation, die Prinz William regelmäßig bei seinen sozialen Vorhaben begleitet und fördert. Williams Engagement gegen Obdachlosigkeit ist tief verwurzelt und seine Mutter Diana bleibt ein großes Vorbild für ihn in dieser Hinsicht. Für ihn ist Obdachlosigkeit nicht nur ein soziales Problem, sondern eine Herzensangelegenheit. Mit seiner Arbeit möchte er zeigen, dass es möglich ist, durch Empathie und innovative Ansätze Menschen in Not eine zweite Chance zu bieten. Williams Einsatz gegen Obdachlosigkeit ist ein starkes Zeichen dafür, dass es möglich ist, etwas in der Gesellschaft zu verändern und dass es oft nur einen mutigen ersten Schritt braucht, um große Projekte ins Leben zu rufen. Seine Vision, Obdachlosigkeit in Großbritannien zu beenden, zeigt, dass er das soziale Engagement seiner Mutter nicht nur übernommen, sondern weiterentwickelt hat. Wenn Homewards erfolgreich ist, könnte es zu einem Vorbild für viele andere Länder werden. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.